Eine der Hauptbotschaften der Bibel ist Freiheit. Die Bibel verheißt uns, frei zu sein. Du kennst bestimmt den Spruch von Luther von der Freiheit eines Christenmenschen. Das war eine Schrift, die er herausgegeben hat. Christsein hat sehr viel damit zu tun, dass wir frei sind. Das Interessante ist, dass sehr viele Menschen diese Freiheit aber gar nicht erleben. Sie fühlen sich nicht frei und sie sind nicht frei, sondern irgendetwas ist, was sie festhält, was sie bindet, wo sie eine Bindung haben, wo sie einfach wie dran gekettet sind, dran kleben und nicht wirklich frei werden. Sie möchten frei sein und sie sehen, dass andere um sie herum frei sind, aber irgendetwas hält sie an einem bestimmten Problempunkt wirklich fest. Sie erleben keinen Durchbruch. Und viele Menschen verzweifeln darüber. Sie fragen sich, wie kann das passieren? Wieso lässt Gott das zu? Wieso geht es mir so schlecht? Und ich möchte dir etwas erzählen darüber, wie man in Afrika einen Affen fängt, einen Schimpansen. Es gibt eine uralte Jagdtechnik in Afrika, wie man Schimpansen fängt. Und die kann uns einiges über das Thema Freiwerden erläutern. Also das musst du dir so vorstellen. Man baut eine Kiste, eine ganz einfache Kiste, und da legen die Afrikaner einige Nüsse oder aber, wie hier, eine Banane hinein. Die liegt also einfach in der Kiste und die Kiste stellt man hin, da wo die Affen öfters mal vorbeikommen, und das ist schon alles. In der Kiste befindet sich ein kleines Loch. Ein kleines Loch, mehr nicht. Und es ist jetzt so, der Affe kommt, merkt, da ist was drin und er steckt seine Hand durch das Loch und das Loch ist gerade so groß, dass seine Hand, wenn er die zusammenpetzt so ein bisschen, dass die durchpasst. Und dann fingert er innen drin rum und greift die Nüsse oder wie hier die Banane. Und jetzt will er seine Hand wieder rausziehen. Aber das Loch ist natürlich viel zu klein. Wenn er eine Faust hat und wenn er noch was in der Hand drin hat, kann er seine Hand gar nicht rausziehen. Es geht nicht. Und das Interessante ist, dass im Intellekt des Affen, in seinem Denken, es keinerlei Möglichkeit gibt, dass er die Banane loslässt. Es ist in seinem Instinkt nicht verankert. Er kann nicht. Er kann die Banane nicht loslassen. Er reißt sich die Hand blutig, aber er lässt das nicht los. Er hat kein Verständnis dafür, dass er es loslassen muss und sofort wieder in Freiheit käme. Und so ist es mit vielen Menschen. So ist es mit vielen Menschen. Sie halten an etwas fest, was ihnen vielleicht Freude oder Lust oder Genugtuung verspricht. Einer Sünde zum Beispiel, einer schlechten Gewohnheit. Und sie wollen es nicht loslassen. Und sie verstehen nicht, dass es diese Sache ist, vielleicht nur eine kleine Sache, die sie davon abhält, frei zu werden. Und dann kommt der Feind und weil du gefangen bist, drischt er auf dich ein. Und so leben viele Menschen, auch viele Christen, in einer Niederlage, nur weil sie an irgendeiner Kleinigkeit festhalten, von der sie eigentlich längst wissen, dass sie die loslassen müssten. Von der sie in ihrem Herzen längst ein Zeugnis haben, das ist es, was mich festhält, ich muss das loslassen. Das sind Dinge wie beispielsweise Gewohnheiten, was du dir im Fernsehen oder im Internet anschaust. Tratsch, üble Nachrede, schlechte Gewohnheiten. Oft ist es auch etwas wie Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit oder irgendeine Sünde, an der man festhält. Was immer es ist, was in deinem Leben einfach diese Blockade, diese Fessel verursacht. Ich lade dich von Herzen ein. Lass es endlich los und du wirst sehen, dass du in die Freiheit kommst. Das, was dir Lust und Genugtuung verspricht, ist nichts anderes als eine Fessel, die dich festhält. Lass es los und du wirst sehen, dass Gott unglaublich viel für dich vorbereitet hat. Du kannst frei werden, aber es ist deine Entscheidung. Die gute Nachricht ist, du bist kein Schimpanse. In deinen Möglichkeiten besteht es allemal, die Banane oder was immer dich festhält, loszulassen. Es ist nur eine kleine Entscheidung. Du sagst, ich lasse es los und ich werde in die Freiheit kommen. Gott wartet schon die ganze Zeit darauf. Deshalb möchte ich dich einladen. Tu diesen Schritt. Tu diesen Schritt. Lass los, was dich festhält. Es ist die Sache nicht wert, daran gebunden zu sein. Und du wirst sehen, Gott hat viel, viel mehr für dich.